Herzlich willkommen, du Handfett da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde Hand Showdown eingeschaltet hast. Heute spielen wir das erste Trio mit den Zuschauern und zwar einmal mit dem Kami. Moin Moin. Und einmal mit dem Dude Meister. Moin Moin, Servus. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich zocke hier mit dem Bogen. Ihr könnt ja auch kurz sagen, mit was ihr so spielt. Ja, wir sind sehr teuer unterwegs. Einmal Aft und einmal Nitro. Ja. Also. Und ich natürlich mit meinem Special-Bogen, ne? Also ich werde hier alles wieder von hinten aufräumen. Ja, der Shipman, der räumt einfach alles ab, was wir noch übrig lassen. Ja, ist so. Auf jeden Fall. Ist so, wenn nicht, liege ich einfach wieder auf dem Boden. Ihr kennt es ja mittlerweile, ich guck mir die Sache immer von hinten an und ja. Ich komme gerade eben wieder und sehe auf einmal, hat jemand eine After ausgerüstet? Da musste ich direkt den Nitro mitnehmen. Ist halt echt so. Ah. Und ich habe mir echt gedacht, so, oh, ich brauche einen Bogen, ne? Ich fühle es einfach. Oh, heute habe ich einen Bogen gefühlt, ne? Ja, das gestern haben wir auch kurz gehabt. Bogen ist einfach, also auch als der Bogen rausgekommen ist und ich so die ersten Runden gespielt habe, ich war total süchtig nach dem Ding. Also ich habe wirklich nichts anderes mehr gespielt. Wir haben ja aktuell so ein paar Internetprobleme gehabt die Tage. Hier ist jetzt Glasfaser ausbauen, seitdem ist alles so ein bisschen drunter und drüber. Und seit gestern ist wieder stabil. Erste Runde auch direkt wieder Bogen gespielt, 3 Kills gemacht. Es ist einfach ein gutes Gefühl. Ja, sehr gut. Man fühlt es einfach, ne? Ja. Absolut, ja. Also Bogenkills sind auch unglaublich befriedigend einfach. Bogen und Armbrust, das ist einfach richtig cool. So, was ist dein Fetisch, Bogenkill? Oh ja. Oh, ich brauch das. Oh. Der ist schon ein Kumpel, der ist mehr so der Armbrustspieler. Mhm. Da gehen wir dann oft mit Armbrust-Bogen-Loadouts rein. Allerbeste sind immer noch die Leute, die dann Doppelbogen spielen. Einen Bogen nur mit Concertina-Arrows, ein anderer Bogen nur mit Frag-Arrows. Das, yo. Da weißt du dann auch, wo nach dem Runde bist, ey. Die meinen's ernst. Ja, die meinen's sowas von ernst. Ey. Alter, die Aperture-Sides von der Nitro sind so weird. Ja. Aber gut. Ist ja auch keine Distanzwaffe, ne? Ja, also, bis zu 300 Meter Headshot kriegt ihr schon hin. Ich muss ehrlich sagen, so alles ab 50 Meter ist einfach so, ja, gut, vielleicht treffe ich, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, also ja, das ist bei mir echt einfach nur Glück, wenn ich noch irgendwas über 50 Meter treffe. Das sag ich Kumpeln von mir aber auch immer, gerade wenn die neu anfangen, wenn die so auf Meterzahlen achten, sagen ja, die kommt nur 200 Meter Headshot, sag ich immer, schieß erstmal 200 Meter Headshot. Ja, genau. Richtig. Also das ist nicht die Regel. Nee, also wie gesagt, Nitro ist halt mit dem, mit dieser dicken Ding vorne dran. Was ist vorne, Kim oder Korn? Korn müsste das Korn, kleine sein. Korn ist vorne, ne? Genau, also mit diesem dicken Teil vorne dran, das ist ja gar nicht einfach. Ich meine, an sich mache ich Aperture Sights tatsächlich. Ich bin so einer der drei Spieler auf dieser Welt, die actually benutzen. gerade von der Lebel. Aber ja, das ist es. Wenn, dann Lebel. Lebel ist da auch immer noch das Coolste, ja. Ja. Ja, vor allem, wenn du nicht auf die Entfernung kämpfst gerade, kannst du ja auch einfach die Dinger runterklappen und gut ist. Ja, genau. Das ist halt ein riesen Vorteil davon einfach, ja. Stimmt. Oh, great. Whisper Smith. Nehme ich mit. Wenn er schon da liegt. Okay. Ja, da wird Wolfset oder Iron oder sowas sein. Mitnehmen, was geht. Richtig. Einfach nur, dass ich auch mal irgendwas sag. Dann werden hier Hunter XP, wenn du die möchtest. Logisch. Da kommen wir auch nochmal zurück. Ey. So, die Gierigen, weißt du, da rennen sie alle hin. Ja, genau, richtig. Gierig. Ja, Hunter XP bringt ja noch was. Glattein XP sind ja eher uninteressant dann, ne? Sind halt komisch von mir jetzt mal ausgerechnet, und man kann es ja auch relativ einfach ausrechnen. Das sind, glaube ich, $20, wenn das Ding einsammelst. Das ist. Boah, ah. So weit oben. Wollen wir ins andere Gebiet Richtung Spinne oder wollen wir da hochlaufen? Ich wollte auch gerade fragen. Ja, lass doch nach Nikkels gehen, wollen wir uns wo hinweisen, und dann schauen wir einfach, wo die Spinne ist. Machen wir das. Apropos Spinne, ich hatte vorhin einen Bug, da habe ich einen Screenshot von. Den Bug hatte ich noch nie. Ich habe mit dem Kumpel gezockt und wir kommen in den Compound reingelaufen und der so: Hörst du die Spinne? Ich so. Was für Spinne? Ich glaube, du spinnst. Der wird jetzt. Bei mir oben links wurden angezeigt Scrappy und Assassin.
Oh Mann, okay. Es war aber tatsächlich die Spinne auf der Map. Ups. Das, den Bug, also ich hatte den bisher auch nur ein einziges Mal erwehrt, den kenne ich, den habe ich auch mal gehabt, ja. Dass das Falsche angezeigt wurde. Zum ersten Mal, ich war so irritiert. Ja, klar, ist ja auch. Verstehst die Welt irgendwie nicht so richtig. Das ist echt ein bisschen merkwürdiger. Aber was ist denn da bei dir passiert? Weil irgendwann habt ihr die Spinne irgendwie angefangen oder wurde gebanished und was war da bei dir? Das Sonnenschlachter sitzt bei mir. Ach krass, okay. Na gut. Der Assassin, der Fallschirmwerfer, wurde ausgegraut. Okay. Und das war's. Ha. Gut. Ja. Auch nicht schlecht. Spinne ist übrigens drüben in Windy. Sollen wir da jetzt einfach hingehen? Ja, wir dran. Sind so nah da dran. Okay. Auf hin, Stress schieben. Bisschen Stress machen, bisschen Action. Ich hab ja euch, also komm, geht mal vor. Ja, wenn wir schon selber machen, aber das muss man die auch schießen. Ja. Weißt du, ich hab so meine zwei großen Brüder dabei. Hier, macht das mal bitte, komm. So, Stress schieben. Wie musst du denn hier? Ja, komm schon. Mein Ausdauer war leider leer, als ich schon weggebunden. Das ist bei Hunden ist es halt noch schlimmer, wenn die Ausdauer weg ist, weil da machst du gar nichts mehr. Ich habe eine Zeit lang Flamebomben, also eine in der Runde dabei gehabt. Nur für Hunde, wenn ich so ein Vierer-Stack von denen sehe, direkt draufschmeißen, gut ist. Ist nicht das Dümmste, was man machen kann, das stimmt. Ja. Ich meine, jetzt ist auch nicht leise. Aber lieber Hunde weg, statt Lärm von Hunden und Hunde bekämpfen, während ich gepusht werde. Genau. Das ist. Bevor man wirklich dann auch noch Leben verliert und dann halt auch noch ewig Zeit verliert, dann lieber einfach kurz Lärm machen, bevor man halt ich halt einfach sich schauen muss, wo man ein Medkit herkriegt irgendwie. So, gut. Sind wir da, schauen wir mal, was da so geht. Ich benutze mein Fernglas. Sehr gut. Legolas, was sieht dein Elbenauge? Ich sehe noch nichts. Hier oben in der Scheune, ne? Schade. Ja, ist schon ein zweites Team anscheinend. Da vorne an dem kleinen Fenster war einer. Ach komm schon. So. Oh Mann! Ja, shit, genau. Ich hab halt den Zombie erst gemacht. My bad. Der war links. Genau. Nee, weil ich gerade in der Sicht von Chipman bin. Joa, korrekt. Oh Gott, da ist ja einer noch viel näher. Ja, ist ja gut. Da war die Afro. Ja, und da war eine Granate. Au. Ja, ich glaube. Oh, das war knapp. Nein, ach komm. Oh, ist das euer Ernst? Eigentlich aufstellen können. Ich ja, der hat mich direkt weggeholt, leider. Das war nicht das Beste, was er tun konnte. Aber dann wird der links von dir auch noch wenn sein, du, ne? Wenn du es schaffst, zu mir rüberzukommen, ich müsste eigentlich aufstellbar sein. Moment, zack. Ja, sehr gut, genau. Ja, der hat mit der Bälle halt noch nachgeschossen. Ja, ich hab mich beeilen, weil ich bin jetzt fertig gebanished ist. Sehr gut. Ich muss den Nitro noch mindestens einmal abfeuern, hallo? Ja, ich helfe euch, ich rette euch. Der dafür habt ihr in der Not. Dafür habt ihr mich da mitgenommen. Das absolut. Eigentlich hab ich bei euch gebettelt, um mitzuspielen. Achtung, oben liegt das Fenster vielleicht. Ja. Rechts von dir. Ja, Ich hab auch einen Neko zur Not, ich kann auch so holen. Renn am besten gleich, ich hol dich. Das ist mutig, ja. Ja. Nein, zielt doch auf mich. Ist ja doch derselbe, der auf mich zielt. Ja, fuck. Ah, natürlich kommt jetzt von der anderen Seite noch einer. Ja, fuck. Ja, überall um mich rum. Weil ich bin weg, keine Chance. Da ist er. Er ist halt auch hinten rechts rum, oder? Nee. Ach, shit. Close. Das ist schön, bei der Aftu, da hauen immer alle ab. Ja,
ich hab ihn auch nur erwischt. Ja, der Trade war da. Der Trade war da. Ah. Immer diese scheiß Trades waren ganz ehrlich. Shit. Aber ich sagen muss, so ein Trade stört mich immer weniger, als wenn du so ein Shotgun-Trade hast. Das sind die schlimmsten. Ja, das stimmt. Ja, schade. Warum an der falschen Stelle? Aber immerhin ein Afterkill. Immerhin ein Afterkill. Die Nitro hat nichts getan. Ja, Nitro ist halt auch so ein klassischer Bosskiller und eigentlich gar nicht wirklich so PvP-mäßig. Ja, schon, aber du, ich hätte schon gerne drauf geschossen. Wäre cool, natürlich, gar keine Frage. So, was sagt denn der Free Shuffle? Nichts, was mir zusagt, okay. Hier sollen wir mal den Schweinemann mitnehmen. Der hat 100 Hands, ja dann. Dann muss der Bogen, ja. Und Blades hier auch. Ja, hat er auch. Wobei ich tatsächlich, wenn ich meinen Hunter selbst zusammenstelle, ganz selten nur Blades hier mitnehme. Nee, der Blades hier ist sehr, sehr. Also, wenn es da ist, okay, aber ansonsten nimmt es halt nicht mit. Na gut. Dann machen wir eine Bogenrunde. Oh. Ich nehme mal. Dann mach ich mir ein normales Loadout aber für Bogen. Die guten alten Bogenrunden. Ja, Bogenrunden sind immer schön. So, Chokes nehmen wir wieder mit. Wir sind ja teamkompatibel. Natürlich darf mein Fernglas nicht fehlen. Verständlich. Finde ich leider auch sehr, sehr schade, dass wir mit dem Fernglas nicht noch irgendwas anstellen. Dass man da nicht noch irgendeinen Vorteil davon hat. Doppelbogen, sagt er sogar. Ja, wenn schon Bogen, dann richtig Bogen, ne? Okay, ja, okay, gut, dann mache ich es auch. Oh je. Oh Gott, Gott. Also jetzt fühle ich mich aber gefragt, meine Deutsch wegzulegen. Oh scheiße. Okay, oder wartet mal, ich mach noch. Ich nehme was viel Besseres mit. Was Besseres als Doppelbogen? Komm, das mit Ex. Erstmal sehen. Ja, Mann. Okay, gut, das ist in der Tat besser. Da kann ich jetzt nichts sagen. Mann. Gerade eben noch Thema gewesen. Oh, ich habe mir irgendwann mal Bogen und Deutsch Position als Loadout angefangen und seitdem ist das mein Go-To. Okay, ich sag ich euch, wenn ich es schaffe, einen Kill zu machen, ne? Mit dieser Axt. Oh, das wäre episch. Das wäre richtig cool. Ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal in irgendeinem Video gesehen habe von egal wem. Ja, Tatsache. Okay, ich setze es mir als Ziel. Ihr lenkt die ab und ich komme durch die Mitte und bam. Perfekt. So wird's gemacht. Ich glaube, das letzte Mal, als ich eine Combat Axe noch ausgerüstet habe, das war während irgendeinem Halloween-Event. Und da habe ich halt so ein bisschen Roleplay-mäßig habe ich einen Headsman gespielt, den Henker da. Mhm. Und hat halt, naja, die Axt dabei von dem. Bin ich mit der ein bisschen rumgerannt, aber ich glaube, sonst habe ich nie ernsthaft eine Axt gespielt. Wenn ich sowas mache, mache ich das gerne mit dem aktuellen hier, der 13th Mate. Nehme ich Saber mit und Sparks Pistole Love of Tirado. Sparks, ja, genau. Ja. Das hat auch was. Vor allem die Sparks Pistole ist ja kreuzgefährlich. Also für eine Pistole? Für eine Pistole ist die halt echt schon verdammt gut eigentlich, ja. Das stimmt. Klar, auch wieder nur ein Schuss, aber. Ja, aber halt auch irgendwie bloß das ein Viertel von Kosten von der Uppercut. Also. Ja. Und was war das? Ich glaube, die hat auch irgendwie 151 Headshot-Range oder sowas. Eine Pistole. Ja, Long Ammo halt, ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Das klingt... Lower the Cell. Schweinemann lässt grüßen. Ja, Butcher und Schweinemann. Sehr schön. Wir brauchen doch eine Inspect-Animation für den Käfer, finde ich. Das wär im Käfer schon sehr, sehr cool. Kannst du ihm so Streicheleinheiten geben? Ja, genau. Vor allem, er schaut dich auch, wenn er bockhässlich ist, das Ding, aber er schaut dich schon aber sehr niedlich an.
Ja, schon irgendwie, ne? So eine Hand hält, ja. Ach, witzig. Ich habe mich gerade auch in der Tat gefragt, weil das wusste ich auch nicht. Mit 100 Hands, genau, hast du ja auch die Arrows als Melee-Waffe sozusagen dabei. Die haben Deathclaw reingenommen seit dem Update. Genau. Ja. Und ich habe noch nie 100 Hands mit hier Frag Arrows oder Concertina Arrows probiert. Und das geht in der Tat nicht. Also ich kann es nicht machen mit dem. Geht nur mit dieser Helm. Mit Poison Arrows oder mit normalen Arrows. Na gut. Ich brauche noch 2 Hunde, war gut für mich. Ah, ich brauche noch Hives. Eine Ammo Box habe ich dabei, by the way. Soll ja, ich irgendwie knapp werden. Ich hab nochmal 2, also. Ich brauche auch keinen, ich habe meine Axt. ich hab jetzt in dieser Runde nur ein Ziel, ich will einen Kill mit der Axt, Mann. Irgendjemand axten, sehr schön. Oh, die Hive lebt noch? Der ist nicht mehr. Tja. Ja, wenn ich Bogendolch spiele, habe ich im Regelfall immer eine Armorbox dabei. Ja, muss ja auch. Wird das eng irgendwann? Nerv mich nicht. Das finde ich. Hier war das. Oh! Auf wen ging das? Das war ich gerade. War der Käfig. Ah, shit. Ich hab die Hive doch hier oben erschossen, wo sind meine Pfeile? Blade-Tier! Ah. Ja, Gott sei Dank hast du es dabei. Gerade eben noch drüber lustig gemacht, dass ich das nicht mitnehme, ne? Ganz genau. Es wurde mir halt in dem Moment klar, dass ich es dabei habe. Ja, schon. Oh. Das war jetzt knapper, als ich es gehofft habe. So. Ich habe mittlerweile, glaube ich, auch schon 2-stelligen Kills mit vom Pfeile rausreißen aus Spielern. Also das muss man aber auch erstmal mitkriegen, das ist nicht schlecht. Ja, wenn irgendwann alle panisch umeinander laufen, keine Ahnung, ja, stimmt. Oder das so, stimmt. Ja. Dann passiert schon irgendwann. Das ist eigentlich richtig. Sollen wir einfach nach Frost Testimonial rübergehen? Schauen wir doch mal, was hier so geht. Auch nur gerade, wenn ich jetzt schon so einen Loader dabei habe, dass ich nicht einfach durch irgendeinen random Kopfschuss sterbe und dann überhaupt gar nichts damit machen kann. Das wäre sehr schade. Fühle ich. Komm. Das war auch nicht. Oh, Meine Güte, stehen hier für die Fischen. Alles fair bei dir? Ja. Ich mach noch mal das Nadelkissen. Oh. Ja. Sein sollte. Okay, keine Ahnung, wo der jetzt sein könnte. Und nach Pelikan vielleicht einfach rübergehen. Schweinemann tot, hat was fallen lassen. Und? Das Halfskin. Oh ja. Kann man mitnehmen. Oh. Ich habe Fehler gemacht vor der Runde, ist mir nicht aufgefallen. Knutzen. Hab die Knutzen angepasst, ja. Jawohl. Ich bin vorhin auch gerade gekommen, ich habe auch drei große dabei. Okay. Oh Mann. Happens. Einfach nicht verbrannt werden, dann passt das schon. Oh, Waffenöl. Wobei, das finde ich, glaube ich, gar nicht so interessant ist. That's why it's well to me. Nee, actually nicht. Ich spiele zu viel Bogendolch, ich habe schon alles dafür. Ja, ich auch, leider. Scheiße. Ja gut. Aber Waffenöl kriegt man nicht ein zufälliges, wenn man es nimmt? Nee. Ist es bloß bei der Blaupause, oder? Ja. Ah, okay. Wenn du keine Unlocks hast, steht einfach keine Unlocks davon. Also ich konnte dich aufklicken jetzt. Okay. Ja, ich bin leider schon so lange komplett durch mit allen, dass ich von dem keine Ahnung habe, weil es nie relevant für mich war. Bis Prestige 10 oder was mache ich auf jeden Fall und dann. Mhm. Die Skins nehme ich quasi alle mit. Ja genau, so ein paar nette Skins gibt's ja auf jeden Fall, ja.
meine, es gibt ja auch danach noch welche, aber das ist mir dann nicht wert, irgendwie bis 25 oder so. Aber eben, du musst halt umso länger dann spielen und das ist halt schon, ja, ziemlich heftiger Grind dann einfach. Achso, wurde schon gebandet, ich hab nicht aufgepasst. Baron muss mich unterhalten. Bald da. Da ist auch ein ziemlich heftiger Feind in Weeping. Oh! Das war aber nicht nötig. Den Pfeil hättest du mir nicht in den Rücken geschickt. Sorry, du bist mir direkt reingerannt. Wir bringen uns gegenseitig um. Ich laufe dann einfach zum Gegner und ihr macht es unter euch aus. Hier liegt Bullet Rubber, das ist für mich ganz gut. Ach, verdammt. Weil ich es noch nicht hatte und cool. Mit so einer Dolch ist schön. Dann laufe ich doch nochmal hoch. Ja, das sind ja auch 4 Punkte, ne? Wenn man abstauben kann. Das war ich, ja. Okay. Ich hab die zu spät gehört, leider. Na, ist gut, ich hab nur gerade gedacht, die waren irgendwie ein bisschen arg weit hinten für euch. Aber Shipyard sollten wir eigentlich machen können, ne? Ja, da komm ich schon noch hin. Da kommen wir auf jeden Fall hin, das ganze Thema. Ja. Wo war denn Bullet Grubber? Im Innenhof, oder? Links von dir. Müsste in der Leiche liegt es ja, quasi drin. Okay. Ja, jetzt habe ich es gerade gesehen. Perfekt, dankeschön. Genau. Okay, ja, dann schauen wir jetzt mal runter. Jo. Ja, 50% haben wir. Wir sind Handballer, ne, wenn ihr die braucht. Irgendwo hier hatte ich. Ach ja, hier. Komm, kann man nie genug haben. Ich enthalte mich. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, irgendwann ab 300.000. Da gibt es Leute, die behaupten da was anderes, aber. Da achtet man nicht mehr so drauf, ne? Was kostet die Welt? Was kostet die Welt, oh, in der Tat? Schmeißt du mal kurz in der After eine Runde rein. Ja. Ja, mein Bogen-Lowlord kostet ja irgendwie knapp 1000 insgesamt, weil die Deutsche Physician das einzig teure daran ist. Der Dolch halt, ja. Und das spiele ich schon nicht immer, also weil ich ja auch oft Prestige sammle, ich natürlich nicht viel Geld an, ne? Ja, klar, ja. Oh, das ist ein Raben, dann. Ja, ich bin einfach runtergesprungen. Mach ich auch gerade. Brauchst du noch Hunde? Nee, oder da hast du vorhin mal. Nee, hab ich genug. Water Devil theoretisch, aber das kann auch erstmal warten jetzt. Mhm. Hat ja angefangen, ich bin schon wieder bei 17 oder was von 30 für die Woche. Ah, okay, na gut. Ich hab vorhin ein paar gute Runden gehabt. Ja. Nee, ist auch so cool, dass man, wenn man das einigermaßen forciert, dann kommt man da ja echt schnell durch die Challenges. Ja. Und das sind ja auch immer noch 50 Bloodbonds die Woche. Ja, genau. Was auch nicht wenig ist, actually, wenn man das so ein bisschen stackt. Das sind halt quasi 50 Cent. Okay, das war dumm. Oh, das war dumm. Ich hab keine Feuerbombe diesmal. Oh, fuck. Ja, ich muss leider die Hunde schnell so wegmachen. Einen Hund haben wir noch. Jetzt komm her. Ah, wir sind... Ah, shit. Alter, der Immo! Was tut der denn da oben? Der ist halt voll aggro, ne? Ich hab gefragt, der ist eher... Aber dass der da oben rumsteht, na gut. So, komm, was machen die? Die werden wahrscheinlich Richtung Fort Bolton laufen wollen. Das ist halt genau die andere Seite, ja, aber mal ein bisschen ja direkt dran, also die kriegen wir schon noch. Ja, die sind aber noch drin, alles gut. Oh, ehrlich jetzt? Okay. Ich kann mir eine sichere Stelle suchen und auch mal Käfer reinschmeißen für Info, wenn ihr wollt. Ja, klar. Gerne. Ja, gerne. Ich bin auch schon bereit, ich zück schon meine Axt. Ich habe nur eine Mission heute. Ah, sehr schön. So. Ich hatte hier nur gerade wieder mal 4 Grunts. Ah, shit. So. Los geht's. Da ist einer. Okay. Oh, Mann. Euch beide muss ich ja nicht callen. oh, ja, eins, gut. Zwei. Sehe ich mehr als zwei, ist die Frage. Du kriegst mich nicht. Ich bin schneller, Käfer. So. Ja, der schießt schon auf mich. Aber beide drin halt einfach, oder? Einer hat eine Silencer Vetterli. Ah, okay. Ah, hat den Käfer leider erwischt. Beim anderen habe ich die Waffe nicht ganz erkannt. Ich habe zwei bis jetzt gesehen, es könnte aber noch ein dritter da sein. Mhm. Schaden.
Ich glaube, Steps beim Wasser bei den Enten. Was haben wir denn so? Noch sind sie auf jeden Fall drin. Die eine, die den Käfer erwischt hat, war da in der Ecke. Okay. Der andere war hier, so war der mittlerweile auch sonst wo sein können. Scheiße. Oh, das könnte auch machen. Kannst du ein bisschen drin einsperren einfach. Also hier auf der Seite sind auf jeden Fall Schritte. Okay. Ist das das Haus hier? Oder hast du das gerade angemacht? Ich hab's da. Okay. Alles gut. Ich wollte es nur deuten können. Mir war es ein wenig zu ruhig. Hier wird zu wenig geschossen. Oh, hier renne ich hinten raus. Ich glaube. Ja. Ja, ja, die sind hinten raus. Wir müssen hinterher. Ah! Scheiße. Wurde erwischt? Oh, das war knapp. Scheiße. Ja, eine Falle. Ah! Das war jetzt richtig. Ja gut, Chip, dann kommt zu dir. Ja, ihr könnt einfach hinterher. Die kriegen wir auch nicht mehr, glaube ich. Nee, nee, die sind leider hinten raus. Ja. Haben wir gepennt. Meine Güte, war das unnötig. Was, das passiert mir tatsächlich sehr häufig. Mm. In meiner Gruppe ist das sogar nach mir benannt, in Fallen reinzuspringen, unnötig. Oh je, sehr gut. Ein anderer Kumpel hat geprägt, dass man einen Fackelzombie neben Fässern tötet und dadurch stirbt. Ja, das ist auch nicht so wahnsinnig. Ah, ja. Ich bin nicht in eine Falle reingerannt. Oh, Leute, Bloodborns. Nein, nein. So. Bloodborns, zwar immer ganz wenige, aber Bloodborns. Naja. Oh, hier sind auch noch Handroller, ne? Jetzt ist die Frage. Mal, die sind basically eh schon am Ausgang. Ach, scheiße, okay, ja, die sind schon ganz hinten. Ja, die waren, als ich das angesprochen habe, dass sie wahrscheinlich schon weg sind, waren sie schon in Fort Bolton angekommen. Ja. So, selbst wenn wir durchsprinten, sind wir. Nee, da kommen wir nicht mehr. Jetzt halt die Frage: Ist Rottenheim auf der Map? Nee. So hell ist er nicht. Leider. Gar nicht? Der ist nur bei Dämmerung oder Nacht bzw. Regen. Ach, wild. Ich hatte im Kopf, dass es nach der Anpassung einfach immer ist, also immer möglich ist. Aber nee, also nicht, dass ich wüsste, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, aber ich glaube nee, nicht. Nee, nee, ist auch, also auf der Map schon auf jeden Fall nicht. Ja. Bei 5 Minuten ist das so, wenn wir jetzt einen Timer bekommen. Ach so, ja eben, klar, wenn wir einen Timer bekommen. Genau. Ja, schade. Ich hab gerade bei dem Schieße da hinten gehofft, da steht noch ein Team, aber nee. Hat ich auch. Ja, kacke. Aber ich habe auch Schritte gehört, deswegen bin ich nicht auf den Berg rotiert, weil eigentlich wollte ich ja den Weg abschneiden so ein bisschen. Ich habe dann halt auch lieber vorsichtig noch gemacht, dass du das gewarnt hast, aber ja. Naja, kommt auch mal vor. Ja, passiert. Okay, war das jetzt aber gerade? Ist gerade eine Granate ja, explodiert? Das war auf jeden Fall noch eine Explosion, ja. War das da jetzt vor uns oder war das woanders? Ich hab's gerade nicht orten können. Ich dachte, das ist so schräg hinter uns, aber. War hinter uns, oder? Okay. Ja, nee, okay. Pferde sind ruhig, von dem her alles gut. Ja, jetzt hier noch kämpfen ist halt auch wahr. Ja, schade. Relativ ereignislos die Runde. Gibt noch ein bisschen Feuerwerk hier. Ach, schade, ich hätte gern einen Axtkill gehabt. Ja, kriegst du noch hin. Ich kann auch so ein Feuerwerk hier, zack. Groß Neues. Ich finde schön, dass wir das angepasst haben mit den Flares und den Fuses. Ja, absolut. Finde ich auch, ja. Ich habe halt vorher niemanden gesehen, der die mitnimmt. Ja, wozu auch? Die waren ja komplett sinnlos im Prinzip. Ja. Oh, Mensch, ich wollte so unbedingt Nax Kill. Da mach doch jetzt einen.
Ja, mache ich jetzt auch. Werde ich jetzt tun. Na also. Ich nehm's mir vor, ich werde es tun. Einfach machen, let's go. Einfach. Das ist die richtige Einstellung. Ich fühl's. Mehr brauchen wir doch gerade. Wenn die Einstellung passt, halbe Miete. Ja, ist so. Ach, das war sogar nur ein Duo in der Tat, ja. Wie du gemacht hast. Also ich war mir unsicher nach dem Käfer, aber ich habe halt die ganze Zeit nur zwei gesehen. Oh. Ich habe gerade die Limmat Carbine Marksman freigeschaltet. Was, Limmat Carbine? Ach so, ja, vom Event. Ja, ja. Ich spiele die Carbine an sich super gerne, aber die Marksman klingt fishy. Das ist halt Mai, ist wie mit der Winfield Marksman, ja. Genau. Ist halt, ja, kann cool sein, aber ist halt trotzdem nur Compact Ammo. Ja, richtig. Ich würde sagen, ich unterbreche euch jetzt mal ganz kurz. Ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge. Und ja, ich würde sagen, macht's gut. Tschüssi.